Willkommen bei der Swiss Traders Money Show mit dem Ausblick auf die Märkte. Disclaimer: YouTube-Filme sind rein didaktischer Natur, keinerlei Empfehlung. Wir haben Folgendes jetzt gerade der 45-Minuten-Chart, ein bisschen eine Zeiteinheit, die nicht so üblich ist. Wir sehen hier ein Gezacke, gestern kaum Bewegung. Schauen wir mal das im 15-Minuten-Chart an. Also gestern, da hatten wir die sich entwickelnde Value Area, die wurde zweimal überschritten und da zweimal unterschritten und sonst nichts. Also, es ist aber heute nicht sicher, ob wir den Tausender hier, die 16.000, ist jetzt genau bei 15.95 abgeprallt, ob wir die durchbrechen nach unten. Dann haben wir da die nächsten Ziele da, das ist vielleicht 15,59 und irgendwann mal wieder 15,806, die berühmte Mob-Marke. Was auch gestern gewesen war, dass die Korrelation zwischen den US-Indizes gar nicht mehr da war. Die US-Indizes stiegen gestern und der DAX, der machte keine Bewegung mehr. Ich würde heute auch mal mit Range rechnen, darüber ein sicheres Short-Signal abwarten, also ein neuer Trend hier oben und dann shorten. Es kann aber durchaus sein, dass eben diese 16.000 immer noch halten. Ein Tausender hält sich immer sehr, sehr gut. Wir haben hier ein Downgap von etwa 20 momentan. Das ist aber nicht weltbewegend. Das, nur so ein kleines Gap muss jetzt nicht dazu führen, dass es eine Gap Continuation nach unten gibt. Also da aufgepasst, es kann auch heute sein, dass wieder gar nichts läuft. Der DXY ist ziemlich abgestürzt und normalerweise heißt ja das, dass die Kurse gestützt werden, fällt der DXY. Und das war wahrscheinlich gestern auch der Fall. Wenn der wieder steigt, dann dürften sich die Aktien nach unten bewegen. Da haben wir die US 10 Years, die sind immer noch relativ tief und Gold relativ hoch. Dann US 30. Der hat praktisch kein Gap. Der läuft mittlerweile auch geradeaus. Da 65 und hier 32. Der ist sogar, nein, oh no, der hat ein Downgap von etwa 60, 70 Punkten. Ja, der ist da ein bisschen runtergekommen. Das könnte dann auch für den DAX irgendwann mal bestimmend sein. Gerade jetzt, wir haben 8 Uhr, jetzt gerade momentan steigt der DAX da auf 26, aber eben, wir müssen hier wahrscheinlich Short-Signale suchen. Es ist natürlich schwierig, also wir sehen hier absolut eigentlich keinen Trend. Und schauen wir noch Nasdaq. Nasdaq auch ziemlich trendlos. Da genau abgeprallt. Da 16, unter 16.300. Ist also fast in einer zahlenmäßig gleich weit wie der DAX. Dann kaum ein Gap. Ein Downgap von 6 Punkten. Dann
US500. Ja, irgendwie ein Abwärtstrend, aber ein sehr langsamer. Dann UK100. UK100 da eigentlich eher in einem Aufwärtstrend gerade momentan. Gut, der DAX steigt ja jetzt auch momentan, das heißt jetzt gar nichts. Dann Hang Seng Upgap am Morgen, aber wieder zusammengeklappt. CSI da. Was ist das? 15 Minuten. Der ist ein bisschen gestiegen. Ja, am Morgen gestiegen, jetzt konsolidierend. Und sagen wir sonst noch Bitcoin immer noch massiv am Steigen, Ethereum entsprechend auch. Dann Yen, ja, klarer Abwärtstrend. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass die Aktien auch sinken müssen, weil ein Risk-Off-Szenario kommt, könnte durchaus der Fall sein. Jetzt schauen wir nochmals den DAX an. Der hält sich jetzt ziemlich krampfhaft über 16.000. 16.024. So grob gesehen sieht das aber wirklich nach Abwärtstrend aus. Ein Abwärtstrend mit sehr langen Seitwärtsphasen. Also einfach aufgepasst mit Traden. Es kann hier sehr schleppend vorangehen. Dann ich habe jetzt den Roboter so angepasst, dass ich shorte hier gerade mal, dass er dem Parabolik SAR folgt, der Stop-Loss. Jetzt bin ich aber eingestiegen, ohne dass es ein Parabolik SAR hat für den Stopp. Jetzt wird einfach ein ATR-Stopp genommen. Ich glaube, das sind jetzt 7,5 ATR. Sollte der Parabolik jetzt wechseln, dann wird der Stopp automatisch dem Parabolik jetzt. Jetzt wird der Stopp los mit einem Abstand von, ich habe es glaube auf 2 Punkte, 2 Punkte dem Parabolik nachgezogen. Und mal schauen, ob das Erfolg bringt. Und ja, wir werden dann im Live-Trading mehr davon berichten. Dann bis später bei Swiss Trading.